Geschichte vom Zürich Mech hat eigentlich so angefangen, dass wir gefunden haben, wir müssen Dienstleistung draussen erbringen. Ich habe eine Firma mit dem Luca zusammen gearbeitet, wo wir sehr viel draussen waren, sehr viele Probleme haben draussen auch lösen müssen und uns nicht klar war, wem wir anrufen. Auf das aber haben wir gefunden, wir machen uns selbstständig mit einem Servicewagen, wir flicken vor Ort, wir schauen, dass das Auto möglichst schnell wieder läuft. Ausfall ist das Schlimmste für einen Kunden. Und so ist das eigentlich gewachsen. Wir haben einen Servicewagen gekauft, wir sind draussen flicken. Durch das haben wir natürlich gute Kunden gewinnen können, weil die haben unsere Dienstleistung in Anspruch genommen. Ich bin Giulio, bin gelehrter Fahrzeugschlosser. Momentan bin ich auch am elektrischen Kabel hineinziehen und nachher dann anschliessen. Er und ich, wir haben zusammen das Projekt umgesetzt. Schwieriger daran war, die Nutzlast ist 15 Tonnen von diesem Fahrzeug, Aufbauhöhe von 1,5 m. Das waren ein bisschen Knacknüsse. Samuel Urban, ich bin verantwortlich für die Administration und betreue verschiedene Projekte. Zürich Mech, Samuel Urban, grüße dich. Ein Hydraulikschlauch an einem Radlader. Und wo steht er? In Delicon. Ja, das ist gut, wir kommen gerade vorbei. Merci, auf Wiedersehen. Mit unseren top ausgestatteten Servicewagen können wir vor Ort praktisch alles lösen. Wir können schweißen, wir können hydraulische Sachen flicken, wir können alle Computer für Kräne zu flicken. Es ist fast alles machbar. Hello, my name is Tony. I'm from Finland and I work as mechanic in Zürich. Ich bin Patrick Stank, bin gelehrter Automobilmechatroniker für Nutzfahrzeuge. Dementsprechend ist mein Aufgabenbereich hier in die Wartung und Instandhaltung von Lastwagen, Lieferwagen, Anhänger und Auflieger, sowie auch die Leitung der Werkstatt, sprich Arbeitsabläufe so koordinieren, dass man die Arbeit pünktlich abliefern kann. Wir sind hier in Urdorf, wie ihr seht, haben wir hier zusätzliche Fläche können zumieten für das Projekt von Kummer und Matter.
Wir setzen hier Projekte um im Bereich Steuerungstechnik und Maschinenbau. Aktuell bauen wir hier Lastwagen für den Fahrleitungsunterhalt. Speziell an diesen Fahrzeugen für Kummer und Matter ist, dass sie teilelektrisch betrieben werden. Wir können so die ganze Nacht elektrisch fahren mit dem Akkupaket, das wir hier haben. Und somit ist die Nachtruhe gesichert. Wir haben 30 Zellen in Serie geschaltet und je zwei parallel. In der Kabine ist unsere Bedieneinheit. Neben dem Bedienen können wir auch Fehler anzeigen, Sensorzustände herauslesen und im Pannenfall per Internet darauf zugreifen. Sehr genau, sehr vielseitig. Qualitativ gute Sachen zu produzieren.